Hallo und herzlich willkommen zum Intervallworkout. Ich bin Anne und heute mit dabei sind die Jana und die Laura. Im Intervallworkout bringen wir den Puls richtig weit nach oben, um die Fettverbrennung anzukurbeln. Und außerdem werden wir noch fitter und athletischer. Der Ablauf ist super einfach. Jeder Track ist in 4 Intervalle unterteilt und wir machen immer 2 Übungen im Wechsel drauf. Das hört ihr super an der Musik. Entweder kommt ein Countdown oder es kommt ein großes Dong, Dong, Dong. Dann wisst ihr, jetzt geht's los. Mit einem kleinen Warm-up starten wir und ihr braucht an sich nichts, vielleicht ein Handtuch, vielleicht was zu trinken und ein kleines bisschen Platz in eurem Wohnzimmer. Los geht's. Okay. Macht dich nochmal locker. Lasst die Schultern einmal weit zurück. Atme noch einmal tief durch. Die Luft werden wir nämlich brauchen. Und dann starten wir ganz locker im Single Bounce. Nach rechts und links. Deine Arme an der Seite. Der Bauch ist fest. Und die Hüfte, die zeigt immer zu uns nach vorne. Achtung, aus einem wird ein Double Bounce. Los geht's, rechts und links. Halt die Knie weich und feder locker ab. Wenn du heute nicht springen möchtest, gar kein Problem. Bleib einfach hier mit mir. Zurück zum Single Bounce. Rechts, links. Auch jetzt wieder. Bauch fest und die Arme mit dazu. Noch 4. Noch 3. Und die zweite Runde vom Double Bounce. Rechts, links. Atme durch. Bleib locker in den Schultern. 4 mehr. Oder eben ohne Sprung. 4, 3. Schock auf der Stelle. Zieh die Fersen nach hinten hoch. Nimm die Arme dazu. Und jetzt fahren wir das ein bisschen runter. Lauf auf der Stelle. Öffne deine Füße. Zehenspitzen und Knie leicht nach außen. Langsamer Squat. Setz dich tief und schieb dich hoch. Der Po geht zurück. Der Oberkörper aufrecht. Wunderbar. Wir werden schneller. 8 Singles. 8. Jetzt spann den Po fest an oben. Und streck die Hüfte leicht nach vorne. 4 mehr. Wir gehen einen Schritt weiter. 3 Puls tief. 3, 2, 1. Jawohl. Bring den Po ungefähr auf Kniehöhe. Und ich glaube, die Beine können noch ein bisschen. Wir bleiben unten in den Puls. Bleib hier. Bleib. Brust raus. Bauchnabel nach innen. Noch 4 mehr. Mach die ganz klein. 4, 3. Bleib hier unten. Setz deine Hände ab. Lauf nach vorne. Und schließ die Füße etwas. Deine Schultern sind genau über dein Handgelenk. Wir tappen nach außen. Rechter Fuß beginnt. Rechts nach außen. Links nach außen. Und wenn du möchtest, kannst du auch auf den Knien arbeiten. Spann den Bauch auch hier an. Drück dich aus den Schultern raus. 8 Stück mehr. Dein Po bleibt tief. Außer den Beinen bewegt sich gar nichts. 4, 3. Wir gehen langsam in die Push-Ups. Komm gerne auf deine Knie. Zieh tief und drück dich hoch. Die Arme sind eng an deinem Oberkörper. Wenn du mehr möchtest, kannst du natürlich auch auf den Füßen arbeiten. Achtung, Singles, 8. Schön tief. Wird der Oberkörper warm. Noch 3-mal. 2. Achtung, wir springen nach vorne. Komm hoch und joggen locker auf der Stelle. Jawohl, nimm deine Arme dazu. Den Großteil haben wir geschafft. Jetzt bringen wir den Puls nochmal weiter nach oben. Jumping Jack. Singles. Go. Auf. Zu. Jetzt lande sanft und ganz leise. Es gefällt dem Nachbarn auch ein kleines bisschen besser. Außerdem aktivieren wir so die Beine mehr. Die letzten. 8. 7. Bleib aufrecht. Und deine Option. Ohne Sprung, gar kein Problem. 4, 3, Step Touch. Locker. Lass die Arme hängen. Entspann die Schultern und setz die Fersen zuerst auf.
Viermal. Drei. Zwei. Und. Warm-up geschafft. So, ihr dürft gern kurz einen Schluck trinken, wenn ihr möchtet. Ansonsten geht's jetzt los mit der ersten Übung. Die Musik kann starten. Ich zeige einmal vor. Zwei Schritte zur Seite. Zweimal tief. Zwei nach links. Four. Und zweimal tief. Three. Okay. Vier. Two. Drei. Nach rechts. One. Geht's los. Eins. Work. Zwei. Tief. Tief. Eins. Zwei. Tief. Tief. Optional. Ein Squat am Rand. Okay, das Tempo, das habt ihr jetzt. Jetzt versuch, auch beim Schritt zur Seite, deinen Po weit nach hinten zu schieben. Wir bleiben unten. Da geht's ein bisschen mehr auf den Po. Letztes Drittel. Vier. Noch drei. Bleib dabei. Four. In deinem Level. Three. Letztes Mal. Schock. Locker. Zweite Runde, ihr bleibt in Bewegung und wir gehen dann gleich gemeinsam in den Skater. Auch hier geht es jederzeit ohne Sprung. Nach rechts geht's los. Achtung, jetzt. Rechts, links, rechts, links. Du drückst dich vom Boden ab und landest auch hier wieder tief mit gebeugten Beinen. Wenn dir das zu viel ist, bleib auch ohne Sprung in deinen Knie. Rotier den Oberkörper. Gerne etwas mit. 30 Sekunden sind durch. 15 mehr. 8. 7. Und jetzt versuch noch ein bisschen weiter zu springen. Für die letzten 4. Komm halt durch. 4. 3. Locker. Joggen. Eine Hälfte. Und jetzt machen wir das Ganze. Halt nochmal. Du erinnerst dich an die erste Übung? Mit der starten wir jetzt wieder. Nach rechts. Go. Zwei Schritte. Zwei tiefe Squats. Links. Und tief. Deine Option. Falls du möchtest, bleib hier unten. Ein Drittel. Okay, deine Knie gehen auch beim Sprung leicht nach außen zu deinen Füßen. Der Bauch ist fest. Zwei Drittel. Die letzten 4. Komm, tiefer, weiter, schnellere Füße. Eins, zwei, zack, zack. Four. Super. Three. Und two, der Countdown. One. Ist durch. Rest. Schocklock. Alles gut? Wunderbar. Eine Runde noch. Wir machen den Skater, wenn es geht, mit Sprung. Ready? Prepare. Let's go! Rechts! Work. Rechts! Oder ohne. Und dafür schön groß und tief. Streck deine Arme. Rotier die Brust etwas mit. Jetzt lande tiefer. Wir haben einen Tritt durch. Beide Füße sind gleichzeitig in der Luft beim Sprung. Und den machen wir noch ein bisschen größer. 8 Stück. 7. Endspurt. Es sind 4 mehr. 3. Achtung. 4. 2. 3. 2. 1. Eine Runde durch. Ihr merkt, der Puls geht hoch. Und den halten wir jetzt da oben. Bleibt in Bewegung. Gerne auch im Markt. Nächste Übung. 4-mal der Shuffle. 2 Jumping Lunges. 4 Shuffle. Und 2 Jumping Lunges. 4, 3, 2, auf geht's. 4, 3, 2, 1, Lunge, Lunge. Schnelle Beine. Und dann geht es hinten mit den Knie richtig tief. Deine Option ohne Sprung. Schau her. Rechts zurück und links zurück. Oberkörper aufrecht. Bauch fest. Such dir dein Level aus, aber bleib immer in Bewegung. Letzte Schritte. Shuffle und Lunge. Könnt ihr noch ein bisschen tiefer ziehen hier? Wir wollen es richtig Four. Nach oben abdrücken. Three. Letztes Mal. Two.
Okay, Achtung. Bleib in Bewegung. Power Burn. Es geht rück und vor. Rück und vor. Ohne Sprung. Mach einfach langsam. Kommt nach unten. Nach prepare hinten. Los. And rück. Work. Zack. Boom. Ganz schnell. Und wir versuchen, aufrecht zu landen und die Hände vom Boden zu lösen. Wie gesagt, gerne auch langsamer in deiner Option. Dann gehen die Füße zurück und wieder nach vorne. Atme weiter. Die Übung ist richtig fies, aber es sind nur noch die letzten 8. Bleib dran. Noch 7. Und jetzt stolze Brust, denn es ist fast vorbei. Noch 4. 4. 3. Die letzten. 2. Komm nach. Rest. Super. Jog locker. Oder Maschine. Übung 1. 4-mal Shuffle. 2 Jumping Lunges. 4. 3. 2. Weiter geht's. 4. Lunge. 4. Und wir laden lang und leise. Denk an deine Option. Auf dem Stand einen Schritt zurück. Das vordere Knie bleibt immer hinter deinen Zehenspitzen und die Schultern nehmen ein Stück zurück. Großteil geschafft. Die letzten 15 Sekunden. Gib Gas. Zieh tiefer. Kommt langsam an in den Beinen, oder? 4. 3. Der letzte. 4. 3. 2. 1. Eine Runde Power Burpee. Eine Runde geht noch. Und dann haken wir die ab. Komm nach unten. Die Knie weit. Oder du startest mit dem Lauf nach hinten. Los geht's. Rück. Jump. Löst die Hände. Oder arbeite mit Bauchspannung. In die Plank. Und nach vorne in die Hocke. Knie raus. Ein Viertel durch. Läuft gut heute. Auch hier landen wir sanft. Das heißt, wir nehmen die Kraft aus den Oberschenkeln und fangen uns ab. Jetzt, Endspurt. Noch 8. Komm, bleib dran. Zieh durch. Auch wenn du jetzt in die Option wechseln musst, gar kein Problem. 4, 3, 2, 1. Das war eine gute Kombi. Wir haben insgesamt 5 Tracks, 2 sind vorbei. Jetzt geht's weiter. Mach die Beine locker. Ihr dürft gerne wieder in Bewegung bleiben. Übung. Kleine Squat-Pulse. Fersen hoch, Fersen tief. Fersen hoch, Fersen tief. Komm nach außen. Und dann, los geht's. Auf, ab. Fersen hoch und tief. Und die Hände sind nicht nur Deko hier vorne, sondern wir drücken die Handflächen so fest aneinander, dass man da keinen 500-Euro-Schein rausziehen kann. Okay? Drück zusammen. Dein Oberkörper aufrecht und der Bauchnabel wieder nach innen. Auf und ab. Nimm die Schultern zurück. Und jetzt drück die Hände noch ein bisschen fester. 5, 10 Sekunden. Wir bleiben tief. Und wenn es für dich zu viel wird, dann bleib ein bisschen weiter oben. Aber mach mit. 3. Die letzten. 4, 3, 2, 1. Joggen. Rest. Okay. Wir gehen in den Push-Up. Einer in der Mitte. Und dann zweimal die Füße auf. Optional. Mach nur Single-Push-Ups auf den Knien. Auf geht's. Ein Single. Tief. Hoch. Zweimal auf und zu. Push-Up. Hoch. Zweimal auf und zu. Oder nur die Single zu. Geht auch langsamer mit kleiner Pause zwischen. Ein Viertel. Spann den Bauch an. Und das war die Hälfte. Du kannst auch nur für die Sprünge nach oben kommen. Versuche. Die letzten 8. Komm. 7 Stück. 6. Und 5. Es ist absehbar aufs Ende. 3. 4, 3, 2,
1. Rest. Komm. Von den Schultern und Leiten bewegen. Von auf den Marsch. Zweite Runde. Öffne die Füße. Setzen tief. Hier rauf. Fersen hoch. Up. Up. Eine kleine Pulsbewegung. Damit es dann nochmal richtig fies die Beine empor wird. Denk an die Hände. Drückst sie nochmal zusammen. Aber zieh die Schultern zurück. 30 Sekunden. Je tiefer ihr arbeitet, desto intensiver wird es. Und jetzt achte drauf, dass die Knie nicht zu weit nach innen fallen. Atme. Zuletzt. 8. Komm, jetzt zieh nochmal. Bleib an der Stelle, wo sich richtig tief anfühlt. 4. 4. 3. Lass ruhig zittern. Tut's bei mir auch. 2. Letztes Mal. 1. Und. Rest. Super gemacht. Einen haben wir noch. Wir gehen schon mal nach unten. Push-up. Und dann zwei Jumping Jacks hier unten. Achtung. Prepare. Geht los. Ein Push-up. Und zwei schnelle Jacks. Tief. Hoch. Auf. Auf. Deine Arme richtig schön beugen. Sodass deine Brust jetzt bis auf Ellenbogenhöhe nach unten kommt. Denk an deine Option. Du kannst auch nur im Push-Up arbeiten oder wieder eine Pause einlegen. Aber denk dran, es sind nur noch 15 Sekunden. 4 Wiederholungen. Bauch ist fest. Und jetzt spann auch deinen Po nochmal an. Der bleibt nämlich tief. 4, 3, Achtung. 2, und 1. Komm. Wow. Jetzt haben wir schon die Hälfte hinter uns gelassen. Zwei Tracks noch. Einer im Stand, einer am Boden. Erste kommt. Zwei Jumping Jacks. Ein Sprung vor und dann die Knie hoch. 4. Wenn es zu viel wird, 3. Zeige ich gleich eine Option. 2. Bereit? Zwei Jumping Jacks. Dann ein Sprung nach vorne. Und die Knie hoch. Zwei Jumping Jacks. Sprung vor, Knie hoch. Oder du bleibst hier mit einem Single Squat. Tap out, Single Squat. Auch hier oben gibt es eine Option. Mach einen Jumping Jack mehr. Wenn die Knie schwer werden, bleib dabei. Zwei Jumping Jacks und Knie hoch. Lande sanft. Letztes Drittel. Komm, auf, vor, hoch. Oder auf, tief und hoch. Zwei Stück noch. Beiß dich durch. Und es ist geschafft. Rest. Wir kommen wieder nach unten. Denn es geht um den Monkey Jump. Auch hier könnt ihr zur Seite laufen. Wenn es geht, springt mit mir. Achtung, los geht's. Hoch, set up. Hoch, set up. Hatten wir nämlich dauernd die Beine. Jetzt nehmen wir auch den Oberkörper und die Arme ein bisschen mit. Lande auch hier langsam. Wir brauchen Kraft. Oder du läufst mit einem Schritt zur Seite und setzt dich wieder tief. Auch hier brauchen wir Kraft aus dem Unterkörper. Letzte Drittel. Zieh durch. Komm. 8. 7. Jawohl. Tipptopp. Noch 4. 3. 2 mehr. 2. Und. Eine Runde. Rest. So. Und mach einfach mal die Beine locker. Einen machen wir noch. Zwei Checks. Sprung nach vorne. Hier hoch. 3. Prepare. Let's go. Jumping Check. Vor. Zack. 2 Checks. Sprung vor und hoch. Oder wieder hier. Dann probier den Po weit nach hinten zu setzen. Wenn dir der Sprung hier am Schluss zu viel wird, mach einfach nochmal einen Jumping Jack. Der Großteil ist durch. Das sind die letzten. 4, komm! Gib nochmal alles. Drück dich ab. Noch 2 Stück. Schaffen wir. 4, 3, 2, 1.
rest. Monkey jump. Danach bleiben wir im Boden. Ich hatte kurz voll. 4, 3, 2, go! Hoch, Hände hoch. Spann den Bauch an und heb deine Hüfte nach oben ab. Auch beim Laufen und genauso beim Springen. Sehr gut. Ein Drittel. Komm, 25 Sekunden. Sind kurz. Wir gehen schnell vorbei. Egal, wo wir sind. Endspurt. 8, 7, 7. Da könnt ihr stolz sein, wenn es rum ist. Noch 4, 3, 2, 1. Ein letztes noch. Bringt den Kopf und den Arm zu eurer rechten Seite. Wir starten mit rechts hier unten. Mit bisschen schwieriger Bauch. Deine Schulter über den Ellenbogen. Entweder auf dem Knie oder die Füße voreinander. Nur die Hüfte bewegt sich. Hoch zur Decke. Auf, ab, auf, ab. Funktioniert in beiden Varianten. Richtig super. Knie kann unten sein, Bein kann gestreckt. Und jetzt fixier die Schulter ganz fest. Ein Drittel war das schon. Ihr arbeitet die gesamte rechte Seite. Drückt sich weit hoch zur Decke. Atmen. Was für die letzten. Schieb die Seite zusammen. Schieb den Boden weg von dir. Noch 4, 3, 2, 1. Setz an. Dreh dich gerade auf die Seite. Denn den Endspurt machen wir wie immer im Mountain Climber. Die Knie schnell vor oder auf den Knien langsam. 4, 3, ready, set, go! 4, 4. Schultern über deinem Handgelenk. Und der Po, der bleibt tief. Wir bilden eine gerade Linie. Seht ihr Superbeine 2 da hinten. Die Option für dich, auf dem Knie, abwechselnd vor. Oder du versuchst in der Plank zu halten. Das war die Hälfte. Und wir atmen tief durch. Gib noch mehr Gas. 15 Sekunden. Hälfte. Und deine letzten. 4, 3, 2, 1. Rest. Dreh dich um. Auf deine Linie. Noch 2 Runden. Und dann zu fallen. Knie oder Fuß. Komm nach oben. And auf. Work. Ab. Auf. Ab. Für die ganz Motivierten bleibt der Fuß oben. Vielleicht auch der Arm oben. Guckt euch uns aus. Mir völlig egal. Hauptsache ihr macht weiter. Ich spann die linke Seite an. Wir haben es gleich. Hoch. Tief. Und immer ein Stückchen weiter als zuvor. 15 Sekunden. 8, 7. Komm schon. Nur noch 4, 3, 2, 1. Und das Finale. Habt ihr noch Luft? Einmal 45 Sekunden, okay? Bleibt dabei. Die Schultern nach vorne. Der Bauch fällt. Und jetzt hol alles raus. Hoch. Die Knie unter die Brust. Ihr kennt eure Option. Wenn ihr euch nicht bewegt, dann seid ihr gerade hoffentlich in der Plank. Oder maximal noch auf dem Knie. Aber irgendwo hier. Hälfte der Zeit. Drück dich nochmal aus dem Boden raus. Und zieh weiter für 8. Die ganze Mühe jetzt, die lohnt sich für das Gefühl danach. Noch 4, 3, 2, 1.
Halbpad hier unten. Öffne deine Knie leicht und zieh dann deinen Po zwischen deine Füße. Die nächsten Minuten sind ganz entspannt. Dann möchten wir den Puls wieder runterbringen. Ruhiger atmen und uns ein kleines bisschen dehnen. Roll dich nach oben auf deine Knie und setz deinen rechten Fuß jetzt nach vorne auf. Deine Hüfte streckt und sinkt tief. Und dein linker Arm zieht Richtung Decke. Entspann die Schulter und zieh dich noch ein bisschen länger zurück nach hinten. Die Fingerspitzen weg von dir nach oben. Okay, setz den Arm ab. Streck dein rechtes Bein. Zieh die Fußspitze ran. Streck die Brust und kipp mit langem Oberkörper so weit nach vorne, bis es in deiner Rückseite zieht. Wenn du jetzt noch schwitzt, ist es super. Da heißt, der Stoffwechsel ist ganz weit oben, genauso die Herzfrequenz. Bring dein Bein zurück. Setz deinen linken Fuß nach vorne. Streck die Hüfte. Entspann sie. Und heb dann hier deinen rechten Arm. Lass dich zurückziehen. Und spür die Öffnung in Oberschenkel, Hüfte und über die Seite vom Bauch. Tiefe, lange Atemzüge. Streck dein vorderes Bein lang. Zieh die Fußspitze ran, langer Rücken. Und dann kipp nach vorne. Spür auch hier die Dehnung. In der Wade, in der Kniekehle, bis sogar in den Oberschenkel. Stütz dich dann auf deinem Bein ab. Drück dich langsam nach oben. Locker die Beine nochmal kurz. Und schnapp dir dann deinen rechten Fuß auf dein linkes Bein. Schieb den Po und dein Steißbein jetzt weit zurück. Mach so einen richtigen Entenpo. Lehn dich etwas vor. Und spür die Dehnung in der rechten Gesäßhälfte. Jetzt ab. Schnapp dir deinen linken Fuß. Jetzt auch hier zurück. Und zieh dein Steißbein nochmal nach hinten raus. Entspann die Schultern. Jetzt ist der Puls schon ein bisschen weiter unten. So machen wir weiter. Ganz entspannt. Komm zurück, öffne deine Füße. Heb deinen rechten Arm. Und zieh die gesamte rechte Seite ganz lang auf. Vielleicht kannst du hier auch nochmal die rechte Schulter ein Stück zurücknehmen und den Blick zur Decke heben. Löse auf, komm zurück, heb deinen linken Arm und zieh dich auch hier über die linke Seite lang. Beine gestreckt. Nimm die Schulter oben noch mal ein kleines Stück zurück nach hinten und entspann mit der Ausatmung. Ein letzter Stretch, komm nach oben, nimm die Hände an die Hüfte, verlagere dein Gewicht nach vorne und schieb die Hüfte zu uns. Entspann dein Po, Beine sind immer noch lang, und jetzt heb deine Brust Richtung Decke. Langer Nacken, ganz leichtes Doppelkinn. Halte noch für zwei Atemzüge. Ein letzter. Jetzt ist die ganze Vorderseite lang. Und dann komm zurück. Lass die Bewegung durchlaufen. Und greif die Ellenbogen. Und runde den Rücken. Der Nacken entspannt. Blick zwischen deine Beine. Lass die Arme hängen. Beug die Knie. Roll dich Wirbel für Wirbel hoch. Nimm die Schultern zurück. Und das war die bestgenutzte halbe Stunde deines Tages heute. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank an euch beide. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.